Alles für den Angler war die Devise einer großen Verkaufs- und Ausstellungsmesse in Dreiskirchen. Viele Berufs- und Sportfischer, aber auch viele Interessenten kamen. Es wurde informiert, diskutiert, gefachsimpelt und gekauft. Die Promofish Austria 2016 fand in den Stadtsälen statt. Das Interesse war sehr groß, die Besucherzahlen konnten sich sehen lassen. Das Besondere bei dieser Messe ist, dass für einen Hobbyangler bis zum Profi alles zum Finden ist. Von Steckruten von 16 Meter um 4.000 Euro zum Beispiel bis zur billigsten Angel. Diese Messe ist heuer das 18. Mal und wir haben immer so bei 2.000 Leute, was diese Messe besuchen, von ganz Österreich. Es waren immer erfolgreiche Messen und ist sicher ein Aushängeschild für die Stadt und war ja selber mal ein begeisterter Fischer. Momentan habe ich wenig Zeit zum Fischen, würde gerne ein bisschen mehr. Aber man weiß, dass man da alle Sachen kriegt, was jetzt technische Neuigkeiten, aber auch altbewährtes, was man braucht zum Fischen. Fischen ist auch ein bisschen eine Wissenschaft. Man muss sich auseinandersetzen mit neuen Techniken, nicht nur im Köderbereich, sondern auch was die Ausrüstung an sich anbelangt. Und solche Messen dienen auch dem Austausch. Es gibt ja Fachvorträge hier von berühmten Menschen, die begeisterte Fischer und gute Tricks auch weitergeben an andere. Und so freuen wir uns, dass viele Leute da sind. Das ist sicherlich eine gute Geschichte für Dreiskirchen und nochmal Dank an die Familie Otto, die das jährlich da macht. Viel besprochen wurde auch das Problem Naturschutz kontra Angelfischerei. Die Fischer sehen sich als aktive Naturschützer, die unbezahlt die Gewässer und die Fische betreuen. Ihnen ist, wie sie betonen, die Natur nicht egal. Sie erhalten diese. Weil sie ja nicht nur die Pflege der Fische oder das Fischen pflegen, sondern auch vor allem die Teiche pflegen. Und das ist ein großer Umweltschutzbeitrag für die Gewässererhaltung in Niederösterreich. Und da sind wir sehr froh und da wird ja auch sehr viel auch ehrenamtlich gemacht in der Richtung. Und da sind wir sehr froh, dass wir unsere Fischereivereine haben und sehr viele Aktive haben, die fischen gehen. Und es wird ja auch vom Land Niederösterreich, wie alle Institutionen, auch die Fischereiwesen sehr stark unterstützt. Es ist ja nicht nur, dass speziell im Waldviertel hauptberuflich sehr viel gefischt wird, brauchen wir nur die Karpfenzucht und das sich anschauen. Oder wenn man schaut ins Bissing, da die Forellenzucht anstalten, was wir dort haben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch ist ein toller Beitrag für den Tourismus und für die Gastronomie. Und heute die Messe hier ist ja ein Fixpunkt. Der Bürgermeister hat schon gesagt, mehr als 1.000 Menschen besuchen werden mit erwartet und das 18. Mal. Und da sind wir sehr stolz darauf und wir sind froh, dass es immer wieder in Dreiskirchen stattfindet. Die Auswahl und das Verkaufsangebot an Fischfangbedarf war immens. Fast alle fanden, was sie suchten. Viele Kontakte wurden geknüpft. Viele konnten begeistert werden. Was ist denn das Besondere an der Angel? Ja, die gehört zum Blinkerfischen. Was Leichtes, dass man schön mit einem Blinker werfen kann. Was ist denn das Besondere bei den Angelhaken? Die schauen ja alle gleich aus. Nein, die schauen nicht alle gleich aus. Ja. Weil es gibt für jede Fischart einen speziellen Haken. Es kommt darauf auf, was man fischt, auf Karpfen, auf Hecht, auf Zander. Dementsprechend muss man halt schauen, die Feinheit, die Länge. Jeder Fischer braucht was anderes in der Hinsicht. Ja, Karpfen komplette, Kappe, alles, was ich brauche, mal jetzt zum Fischen. Und wenn die Angel nicht mehr hilft, dann haben Sie eine Schleuder, um die Fische zu erschießen, oder? Nein, also leider so ist es nicht. Diese Schleuder verwendet man zum Anfüttern. Ich habe meinen Schwimmer auf 10, 15, 20, 30 Meter draußen. Dann machen wir eine kleine Futterkugel, die lege ich da hinein und die befördere damit hinaus, dass das genau über dem Schwimmer hineinfällt und sozusagen das Futter nach unten rieselt und meinen Fisch eben dort anlockt zu dem Köder und eben dann eher nimmt. Welche Leute kommen denn hierher im Allgemeinen? Ja, es kommen auch, am Sonntag kommen sehr viele Familien, machen auch einen Familienausflug und sie kommen von ganz Österreich. Also wir haben von Linz, von Vorarlberg, auch von Ungarn kommen sehr viele Leute. Gibt es Wettkämpfe beim Angeln? Es gibt im Angeln Wettkämpfe, es gibt Wettkämpfe sogar auf internationaler Basis, Welt-Europameisterschaften in verschiedensten Angeldisziplinen sogar. Und das gibt es für das Süßwasser, für das Salzwasser und zusätzlich noch für die Fliegenfischerei. Hast du schon mal einen Fisch gefangen? Ja. Wie groß war er denn? Na gut, 30 cm war er schon. Gibt es so etwas Ähnliches wie ein Fischerlatein? Fischerlatein gibt es in zahlreichen Auswirkungen, so ähnlich wie bei den Jägern gibt es aber bei den Fischern immer wieder leichte Übertreibungen, würde ich sagen.
Aber beim Sport wird das genau gemessen? Beim Sport wird es genau gemessen. Hier geht es um Gewicht. Es wird auf Gramm genau gewogen, also auf internationaler Basis. Es gibt internationale Reglements. Also da geht es sehr, sehr genau zu. Es gibt auch ein eindeutiges Regelwerk, dem man mehr oder weniger folgen muss. Immer mehr Menschen interessieren sich für die Fischerei und die heimischen Fischarten, von denen es in Österreich 88 gibt, die es zu erhalten gilt. Musik.